Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem sehr ungewohnten neuen Video. Ich habe heute nach einer Stunde probieren, Kamera, man hätte sie auch aus dem Fenster schmeißen können, habe ich nicht gemacht. Sie hat mich nicht gemocht, ich mag sie heute jetzt auch nicht mehr und deswegen habe ich mir entschieden, jetzt mache ich ein Webcam-Video, weil irgendwas möchte ich dann doch noch zustande bringen an diesem wunderschönen Dienstag, an dem ich sowieso schon wieder ganz viel zustande gekriegt habe von dem, was ich eigentlich machen wollte. Es ist ausnahmsweise sehr, sehr warm, meine Haare, guckt nicht drauf. Ich habe sie gestylt. Ist genauso, hat genauso gefruchtet wie die Sache der netten Friseurin letztens. Die hat eine anderthalb Stunde meine Haare eingedreht. Wir haben es bis zum Auto geschafft. Gott sei Dank für sie. Und danach war es so, dann einfach wieder das. So, ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt für eure Ohren einigermaßen geht. Ich habe die andere Kamera, ich habe irgendwas da, noch ausprobiert. Die hatte den gleichen Ton. Also ich hoffe, es funktioniert jetzt einigermaßen vom Sound. Sorry, ich habe da irgendwas. Ja, jetzt glaube ich. Genau. Und es haut euch jetzt nicht komplett irgendwie weg. Ich habe es noch ein bisschen mit Licht versucht. Nur damit ich auch irgendwie sichtbar bin. Also anwesend bin. Und zwar, worum geht's heute? Heute geht's um... Keine Stifte, nein. Heute geht's um Beauty Oils. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele von euch es mitgekriegt haben. Jetzt gucken ja auch einige amerikanische oder englische, also britische YouTuber und sowas, wo das dann auch schon so ein bisschen Thema ist, sehr ein Thema. Und zwar Beauty Oils, the next best skincare miracle, whatnot, könnte man sagen. Man kann mittlerweile in absolut gar kein Sephora mehr reingehen, ohne dass ein irgendwie so ein Riesenregal irgendwelches Skincare Oil anspringt. Und ja, es hat auch mich irgendwie getroffen. Ich muss ja zugeben, ich bin auch leicht, dieser ganzen Sache verfallen. Hat auch was damit zu tun, ich war bei einem plastischen Chirurgen. Ich habe nicht an mir rumschnippeln lassen oder sowas. Ich habe nur irgendwas, also eine Sache machen lassen, die der Dermatologe, also der Hautarzt, nicht machen kann. Deswegen musste man dann dahin. Und danach bin ich rausgegangen, kam mir so schlecht vor, so schlecht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, um mindestens 20 Jahre älter zu sein oder so. Die lassen einen nicht so sehr, die wollen natürlich verkaufen. Okay, also auf jeden Fall habe ich dann angefangen, so ein bisschen, ja, generell wollte ich schon immer gerne ein bisschen auf Sachen umsteigen, die ein bisschen natürlicher sind und nicht so viel Chemikalien und so ein Zeugs in wie Cremes oder sowas drin haben und vor allen Dingen meine Haut auch besser versorgen. Also normalerweise hat man Cremes und die Cremes sitzen oft entweder nur oben drauf auf der Haut oder sie dringen einfach so ein, dass man nachher aber trotzdem noch irgendwie das Gefühl hat, die Haut spannt und ist trocken und ja, auf jeden Fall nicht wirklich funktioniert. Mein Problem war schon, ich habe ölige Haut, deswegen Öle waren für mich immer so, Öl und Öl, ob das jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich aber das Problem, dass hier unter den Augen, das ist meine Haut grauenhaft trocken, also gerade auch jetzt im Winter grauenhaft trocken und egal welche Creme ich benutzt habe, funktioniert halt einfach nicht und deswegen habe ich irgendwann angefangen, die Sachen auch zurückzubringen, weil wenn es eine Return Policy gibt für mich, dann gebe ich die Sachen zurück, weil ich einfach nicht finde, dass man sauteure Sachen dann behalten muss, wenn es nicht funktioniert. Und bin auf Josie Maran, bei diesen Ölen bin ich schon sehr, sehr häufig vorbeigelaufen, habe es aber nie irgendwie großartig angeguckt. Dann aber hängen geblieben und hatte mir so Probegrößen gekauft, die waren 14 Dollar damals noch, jetzt kosten sie glaube ich 16. Auf jeden Fall bezahlbar und ausprobierbar und wunderbar. Gibt es in zwei verschiedenen Varianten, in Normal und Light. Ich hatte beide und habe mir danach irgendwann so ein Kit bestellt. Da waren ja mehrere Sachen drin, auch eine Creme und Lip Treatments. Und, weiß gar nicht, was war noch drin? Ach, der Organ Balm, den ich liebe. Und unter anderem eine große Flasche Argan Oil, was ich hier habe.
Und ja, genau, das ist es. Das habe ich eben, das ist jetzt die große Größe, das sind 50 Milliliter drin und es kostet normalerweise 46 Dollar. Ist nicht ganz wenig, aber das Ding ist, ich schrei, glaube ich, sorry. Das hat ja hier oben so einen Dropper dran und jetzt habe ich noch gar nicht aufgemacht, weil die anderen, die sind jetzt erst gerade alle geworden. Und wie ihr gleich sehen werdet, ich habe sehr viele Beauty Oils. Der hat hier so einen Dropper dran und gibt dann natürlich tropfenweise das Produkt ab. Das Öl ist sehr, sehr dick, zähflüssig. Ist aber auch extrem. Ich kann es euch. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Da. Ja. Weiß nicht, das sieht man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht. Ist ein sehr dickes Öl, was sehr, sehr gut die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, bleibt auch komplett ein bisschen zu sehen. Deswegen benutze ich Öle eigentlich prinzipiell nur abends. Also ja, genau wie das hier. Jetzt ist mir gerade der Faden vom Sprechen verloren gegangen, es tut mir leid. Genau, dickeres Öl. Und man sieht es natürlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber ein bisschen greasy, ein bisschen shimmery bleibt das. Es zieht zwar nach einer Weile noch ein bisschen besser in die Haut ein und man sieht nicht komplett aus wie so eine eingefettete Pfanne oder sowas. Aber auf jeden Fall ein Produkt, was ich am liebsten abends benutze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verzichte auf jegliche Creme am Abend. Also ich benutze überhaupt gar keine Creme mehr. Nur noch komplett eigentlich das. Also ich benutze mein Retinol und da gibt es noch Argan Oil Milk. Die benutze ich quasi als Serum und lasse dann als Moisturizer oben drauf. Und ich muss sagen, das pflegt wahnsinnig gut. Ist eigentlich geruchs, also nicht neutral. Es riecht ein bisschen so einen nussigen Geruch hat es. Aber man braucht wirklich sehr, sehr wenig und kommt sau lange mit dieser Flasche hin. Deswegen finde ich, ist es dann auch irgendwie wieder ein bisschen gerechtfertigt. Damit habe ich angefangen. So, jetzt habe ich dann damit angefangen und dann hatte ich ein Problem, weil ich nämlich ganz viele andere Sachen auch ausprobieren wollte. Und habe mir als allernächstes Jojobaöl gekauft. Jojoba, wie man hier so schön sagt. Und zwar ist das Lavender Rose. Das gibt es über Amazon zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob die vielleicht auch nach Deutschland schicken. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Jojobaöl gibt es ja überall. Das kam, glaube ich, nur 13 Dollar oder sowas. Das ist eine große Flasche von 118 Milliliter. Und am Anfang habe ich das gerade vor unter die Augen am Tag benutzt, weil das sehr gut einzieht. Spendet genügend Feuchtigkeit, dass man nicht immer nachcremen muss, aber sitzt nicht oben drauf auf der Haut. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, bei meiner Tochter, die hat so eine leichte Dermatitis, benutze das einfach mal abends nach dem Duschen. Und ich muss sagen, das ist ein absolutes Wundermittel. Ich liebe dieses Zeug. Ist auch, man sieht zwar natürlich nicht, da. Also es ist gut über die Hälfte raus. Wir benutzen es seitdem immer, jeden Abend bei ihr. Und es ist einfach phänomenal. Ihre Dermatitis ist so gut wie weg. Sehr ganz kleines bisschen manchmal, aber das kommt auch darauf an, was sie isst, weil es ein bisschen auch vom Essen herkommt. Ja, aber mit dem Zeug absolut super, super gut weggegangen. Hat hier auch eben so ein Dropper-Dingsbums und das ist eine gelbliche Flüssigkeit, auch ziemlich etwas dickflüssiger, zieht aber sehr, sehr gut in die Haut ein, eigentlich fast besser wie das Arganöl. Und definitiv auch eins der besseren Hautöle. Hilft auch der Haut zu sich selber zu heilen, also wenn man gerade irgendwie so ein bisschen Sunburn oder irgendwo ein bisschen eine Art Pickelchen hatte oder eine Verletzung in der Narbe oder sowas, hilft das auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Ja, dann bin ich hergegangen und habe mir, weil ich davon auch sehr viele gute Dinge gehört habe, Rosehip Oil geholt. Das ist dieses hier. Und zwar ist das eine 30 ml Packung, die war auch sehr günstig. Ich glaube, zum der 8 Dollar oder sowas. Und die ist voll. Jetzt weiß ich aber nicht genau, an was das liegt. Die hat hier so einen Dispenser. Die ist auch gelblich und hat einen leicht fischigen Geruch. Deswegen, ich glaube, es liegt daran, hauptsächlich. Und das Problem ist, dass da ganz wenig aus dieser Flasche rauskommt. Deswegen bin ich nicht ganz so begeistert davon. Muss man auch sagen, Rosehipöl oder Öl neigt dazu, dass man Breakouts bekommt, wenn man Akne zu Akne neigt. So.
Und von daher bin ich nicht ganz so ein Wahnsinns-Fan jetzt davon. Aber es gibt sicher Leute, die es ganz großartig finden. Und ich habe einen Rosehip in meinem Toner und da finde ich ihn richtig gut. Ich glaube, ich muss das Licht adjusten. Ja, so ist besser. Dann habe ich gekauft, was habe ich denn gekauft? Weiß ich gar nicht. Ach doch. Dann habe ich gehört von einer YouTuberin, ich weiß den Namen jetzt nicht, auf jeden Fall eine Amerikanerin, dass sie Almond Oil benutzt und das sehr, sehr gut ist gegen Breakouts und die Haut weich zu bekommen und generell zu versorgen. Und vor allen Dingen ist das eine sehr gute Basis für ätherische Öle, die auf der Haut verwendet werden können. Und deswegen dachte ich mir so, gehst jetzt einfach mal und schaust dich nach Almond Oil um. Und habe es gefunden bei Whole Foods. Wer Whole Foods kennt, mein absoluter Lieblingsladen, aber auch, ja, da braucht man so eine Wallet dafür, weil man wird da drin arm, es ist schweineteuer, es ist alles organic, es ist alles saugeil und ja, die haben halt eine Riesenabteilung mit so Öko, Skincare und Bio-Zeugs und sowas und ja, die hatten auch eben diese hier, das von Aura Kasia, Pure Essential Oils. Nurturing Sweet Almond. Das ist ein Skincare Oil und ich habe jetzt die 118 ml Größe. Gibt es noch größer? Und da ist auch schon ein bisschen was raus. Das kommt halt hier oben, das squeezed man raus, was mir nicht so gut gefällt, weil da kommt so super viel raus. Und ja, mir fast ein bisschen zu viel. Aber ich benutze das erstens sehr, sehr gerne generell an der Haut. So tagsüber einfach als Moisturizer, weil es einfach wahnsinnig viel Feuchtigkeit gibt, ohne dass es total so greasy ist oder so ölig ist. Also dass man dann, wenn man irgendwo hängen bleibt oder sowas, dass dann jeder so einen Ölfilm von einem mitbekommt. Und ist auch ein sehr, sehr guter Day-Moisturizer, wenn man auf Öle am Tag steht, wenn man die da benutzen möchte. Ist es auch sehr gut geeignet. Ist auch ein bisschen ein leicht dickeres Öl. Nicht so dick wie das Argan Oil, aber auch ja, etwas dickflüssiger. Sehr, sehr gutes Zeug. Also werde ich mir auch auf jeden Fall, ist das auch ein Stable. Mit ätherischen Ölen habe ich es noch nicht ausprobiert, werde ich aber sicherlich demnächst irgendwann mal machen. Ich brauche nur bestimmte ätherische Öle dafür. Und zwar soll für die Haut oder fürs Gesicht Lavendel auch sehr gut sein. So rum. Genau. Dann habe ich von Debbie, der ich bin, von Boja gehört. Boja, Tsubaki, Shubaki oder irgendwie sowas ähnliches. Ich habe letztens die Lautschrift gelesen, aber mir natürlich nicht gemerkt, natürlich, logisch. Es sind 50 ml drin. Es ist pink. It's lovely. It's pink. Das muss ich natürlich haben. Aber auch sehr viel Gutes darüber gehört. Da ist Tsubaki, was auch immer, ist ein Kamillenöl, ein japanisches. Nein, das ist ein, doch, ich glaube, eine Art japanisches Kamillenöl. Dann ist japanische Seekelp, Seealge drin und Rice Bran Oil, also Reisöl im Prinzip, genau. Soll die Microcirculation, also die generelle Zirkulation, Zellzirkulation der Haut verbessern, dunkle Hautflecken reduzieren und für eine weiche, glowy Skin sorgen. Ich habe, ContainerInnen ist übrigens auch pink, bright pink, like my shirt, we match, kommt von hier. Also es wird distributed hier. Das ist auch ein 50 ml Öl. Ich glaube, es waren $50. Ist jetzt auch nicht so günstig. Auch das ein etwas dickeres Öl. Und das ist ziemlich weiß. So hat so einen ganz, ganz leichten gelblichen Schimmer. Und riecht sehr, sehr lecker. Also es hat so einen leichten Floral-Geruch. Und das ist mein absolutes Lieblingsöl, zum tagsüber in den Moisturizer reinzumischen. Also ich benutze tagsüber schon noch irgendwie Creme. Ich muss nochmal adjusten. Sorry. Tagsüber benutze ich schon noch so eine Tagescreme oder eine Sunscreen oder sowas, je nachdem, wie das Wetter draußen ist. Und dann kommt das hier mit rein, 2-3 Tropfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist nochmal so ein bisschen, das macht die Haut nochmal so ein bisschen glowier,
also gibt ein bisschen mehr so einen Schein von innen raus, ohne dabei greasy zu wirken, und versorgt die Haut mit genügend Feuchtigkeit, dass es mir tagsüber nicht komplett austrocknet. Und vor allen Dingen, wenn man Spots hat oder sowas, hilft das auch der Haut Heilung nebenbei noch mit. Finde ich, also das ist das absolut eins meiner Lieblingsöle. Benutze ich sehr, sehr gern, also eigentlich jeden Tag tagsüber. Dann habe ich mir gleichzeitig mitgekauft, es gab so eine mini kleinen Set von Tarte, das Pure Maracuja Oil, wie es hier ausgesprochen wird, oder wie wir in Deutschland sagen, Maracuja Öl, von Tarte. Das ist ein relativ, also Maracuja hat sehr viel Vitamin C und dient im Prinzip der Haut als Bekämpfung gegen freie Radikale und ist deswegen sehr, sehr gut geeignet, um auch tagsüber vor allen Dingen zu tragen. Ich benutze es sehr gerne als Moisturizer für unter die Augen, weil der einfach sehr viel Feuchtigkeit spendet. Das hat hier auch so einen kleinen Dropper. Das Öl ist auch dickflüssiger von der Konsistenz her. Der gibt jetzt nicht so viel her, lässt sich aber sehr, sehr gut einverblenden, bleibt nicht auf der Haut stehen und ja, gibt sehr gut Feuchtigkeit. Also das ist im Prinzip jetzt meine Tagespflege, mein Creme und Augencreme, wenn man so möchte. Dann haben wir noch zwei Öle. Ich weiß, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen, also ich bin unter die Sammler gegangen hier. Und zwar haben wir noch das Marula Oil. Davon hatte ich irgendwie nichts groß gesehen. Also wie gesagt, beim Austesten, meine Tochter und ich haben es ausgetestet. Ich habe mir eine Probe geben lassen, habe es eine Woche getestet und danach geschaut so ein bisschen von wo das kommt und sowas. Und viele von euch kennen die Firma Paul Mitchell Hair Care. Und einer der Gründer von Paul Mitchell hat, wie heißt es, John Paul irgendwas? Sorry. Eine Firma prinzipiell und die vertreibt noch viele, viele andere Dinge, unter anderem eben auch das hier, Marula Oil von, das ist von der Leaky Collection. Omega Rich Pure Marula Facial Oil kommt aus Ostafrika. Und zwar hat das, wo stand das jetzt nochmal? Das hat sehr viele, Das soll im Prinzip, ist reich an Omega-Acids, besser als Argan-Oil, wird von der Haut besser aufgenommen, hinterlässt quasi ein mattes Finish und ist auch sehr gut als Primer nutzbar, was ich bis jetzt noch nicht getestet habe. Ich habe es jetzt auch noch nicht so lange und ist eine Art Facial Treatment. Also wenn man jetzt auch vor allen Dingen unter Sunburn oder irgendwie, man kann ja auch Hautarzt oder wenn man bei Kosmetik gewesen ist, diese Rötungen vorzubeugen und sowas, dann kann man das sehr, sehr gut benutzen. Das ist eins dieser Öle, die im Prinzip helfen, die Haut zu regenerieren und aufzubauen. Auch eines dieser Anti-Aging-Öle, genau wie das Bojam. Und das kommt hier in so einem kleinen Container. Ich habe die 30 ml Größe genommen versus die 50, weil 30 kam nur 50 Dollar und 50 kam 78, ist natürlich ein bisschen teurer. Auch das hat hier so ein, das ist sehr witzig, muss man ein bisschen aufpassen, hat hier so einen Dropper und könnten das ein bisschen benutzen. Ich habe, das ist jetzt, das ist etwas flüssiger als die anderen Öle. Nee, das ist nicht flüssiger. Das ist das dickste Öl von allen. Hat einen leichten, einen ganz leichten floralen, so ein bisschen Geruch noch mit dabei. Also hat schon einen Geruch. Und das ist sehr, 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 sehr dickflüssig. Das wollte ich damit sagen. Also Entschuldigung. Ja, man kann das auch so sehen. Zieht aber wahnsinnig gut ein und es hinterlässt wirklich ein mattes Finish auf der Haut. Ist auch tagsüber sehr gut geeignet. Ich benutze das auch sehr gerne am Abend. Einfach weil das. Ich das Gefühl habe, dass es meiner Haut tatsächlich hilft, sich zu regenerieren. Sie wirkt in der Früh einfach viel weicher und hat diesen, nicht diesen Crazy Style, den es von Arganöl so ein bisschen hat. Und wenn ich mal so ein bisschen Breakouts habe, diese ja, Zeit des Monats, die man ja so gerne hat, dann hilft das absolut dabei, die so ein bisschen wieder zurückzubringen. Und als letztes habe ich mir jetzt erst gekauft die kleine Größe, das von Fresh Zee Berry Moisturizing Face
Oil. Das sind 15 Milliliter, kam 18,50. Auch nicht so ganz günstig, aber ich wollte es erstmal ausprobieren. Das ist ein Öl, was reich an Omega 3, 6, 7 und 9 ist. Der Hauptbestandteil ist Sea Buckthorn Oil. Sea Buckthorn, was ich nachgeguckt habe, sind so wie kleine Früchte, die orange sind. Die werden irgendwie ausgepresst oder ausgemürtelt. Und dann kommt das Öl hier rein. Und ist vor allen Dingen halt ein Antioxidant-Rich Moisturizer, der ebenfalls auch noch Cranberryöl hat und Kamillenöl. Und ja, gibt Moisture und Elastizität und faltet freie Radikale und bla bla, also all das Gute. Das ist jetzt hier so ein kleines Öl und auch das ist sehr dickflüssig und es hat einen leichten Honig-Nussgeruch. Ich finde ihn sehr angenehm, also ich mag ihn, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die den überhaupt nicht mögen. Und der hat hier oben so eine kleine Öffnung, die verhindert, dass man zu viel Öl rausbekommt. Und das ist genial. Also ich liebe alle meine Öle und ich benutze auch alle meine Öle, aber das ist schlicht und ergreifend der Burner. Also das Zeug ist einfach genialst, ist super genial. Ich habe den jetzt ein paar Mal benutzt und ich hatte auch abends, Mann, man hat da so was an der Haut und fängt an zu drücken, sieht nachher aus, als wenn man irgendwie dreimal rechts, links eine runtergeklatscht gekriegt hätte und dann noch gegen die Wand dazu gelaufen ist. Nicht sehr schön. Dann habe ich halt dieses Öl abends drauf gemacht. Meine Haut war nächsten Tag so, so schön. Klar hat man nochmal einen Abend oder so. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das weggeht. Das ist jetzt nicht über Nacht, ist kein Wunder. Also nicht hier weg, ne? Aber man sah auf jeden Fall, oder ich sah, also ich jetzt in dem Falle, sah natürlich dann trotzdem gut aus. Also ich mochte mich dann früh auch noch waschen. Also man hat es ja generell mit diesem Früh, kennst du dich nicht, aber ja, da habe ich mich dann damit auch noch in der Früh wieder erkannt und mich auch gewaschen in dem Folge. Wirklich, also wenn ihr ein Öl, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eins von diesen ganzen Ölen wirklich empfehlen könnte und ich müsste sagen, ein Öl, kauft euch ein Öl, dann würde ich wahrscheinlich das hier sagen, das Fresh Seaberry Moisturizing Face Oil. Das ist auf jeden Fall absolut genial. So, jetzt sind wir damit durch. Waren ja auch nur 22 Minuten und 20. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich finde, dass diese Sachen, also Facial Stuff, also Skincare, Zeugs und sowas, finde ich einfach auch ein bisschen, muss man ein bisschen drüber reden, weil kannst nicht nur in die Kamera halten und hier. Hast du gesehen, ne? Kannst du jetzt kaufen, kannst du nicht kaufen, wenn ich es endorse. Also wenn ich ein Affiliate wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich dann einfach wirklich nur in die Kamera halten und euch sagen, erzähle ich euch alles, wenn ihr es gekauft habt, warum es so toll ist. Aber nein, ich habe mir die Sachen alle selber gekauft und ich finde sie sehr, sehr genial. Ich mag sie sehr, sehr gerne und jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie immer auf den Bildschirm geguckt. Es tut mir leid. Deswegen musste ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und guckt euch das Video trotzdem von vorne bis zum Ende an. Oder ihr macht es wie ich. Ich spule dann manchmal so und gucke dann immer, wo das nächste kommt. Ich weiß, könnt ihr auch machen. Deswegen erzähle ich es auch am Ende, weil damit wisst ihr dann wenigstens, was ihr hättet machen können, wenn ihr es durchgeguckt habt. So, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, bevor es noch länger wird und ihr gar keinen Bock drauf zu klicken, wahrscheinlich eh nicht, aber wurscht, was soll's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video wird einigermaßen okay und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Bye, bye.